ihr euch in Silverstone zu diesen Formula Golf Rennen. Ich habe hier 5 Runden ausgewählt, also ein Sprintrennen mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Meine Startposition ist der letzte Platz und ich versuche mich jetzt hier 5 Runden lang gegen diese Kollegen da zu matchen und schauen, wie weit komme ich vor. Ich habe diesmal die KI nur auf 90 gestellt, nicht auf 100, damit es eben nicht ganz so aggressiv ist. Ich habe das eben im letzten Video mit der Formula Rookie erklärt. Sage ich jetzt gar nichts weiteres dazu. Einfach nur die KI ist 90. Da in der ersten Runde mal wieder ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht gleich einen Crash verwickeln lässt. Ja, die Reifen sind auch noch nicht so ganz auf Temperatur. Das Fahrzeug ist diesmal natürlich wieder ein bisschen, ein klein wenig gesettet. Allerdings nicht allzu viel. Ich habe genau eine 30-minütige Qualifikationseinheit dazu genutzt, das Fahrzeug etwas zu optimieren. Also 30 Minuten, mehr habe ich da nicht hinein investiert. Ich zeige das Setup eigentlich wie immer am Anfang her. Und es ist auch da nichts Großartiges. Das größte Problem, was ich bei dem Fahrzeug habe, ist ein bisschen zu wenig Grip auf der Vorderachse, bilde ich mal ein. Das hätte man sicherlich noch verbessern können, aber für das Rennen war es fahrbar, sage ich einmal. So, da ist immer recht eine gute Gelegenheit zu überholen auf der Stelle. Allerdings geht er jetzt außen an mir vorbei. Wir fahren Kopf an Kopf, aber ich kann mich dann letztendlich doch auf der Innenlinie durchsetzen. Und bin hier etwas zu spät auf der Bremse und komme hier etwas schlecht raus aus der Kurve. Und zack, schon klatscht er mal rechts innen rein. Ich habe das während dem Rennen eigentlich gar nicht so genau mitgekriegt. Ich habe das dann erst gesehen, wie ich mir die Wiederholung angeschaut habe. Und ja, war einfach wieder einfach nur ein aggressives Manöver. Egal, es ist nichts geschenkt. Weiter geht's, wir sind in der zweiten Runde. Und ich bin am dritten Platz und habe jetzt da 2 Kollegen vor mir. Und auf diesem Kurs, also der Silverstone-Strecke, ist die KI wenigstens nicht so blöd wie beim letzten Mal in Oldenburg, wo es da über die eine Stelle immer total fehlig drüber gefahren ist. Das gibt es eigentlich hier bei diesem Rennen nicht. Es gibt Stellen, da ist es manchmal ein bisschen langsamer, aber dafür bilde ich mir ein, gibt es genauso Stellen, wo es immer wieder ein bisschen schneller ist, die KI. Ich muss mich jetzt einfach einmal rankämpfen an die 2 Kollegen und am besten auf die entsprechende Gelegenheit abwarten, dass ich die dann eigentlich überholen kann, ohne dass mich gleich wieder aggressiv zurückfighten können. Da kommt jetzt an und für sich eine recht gute Stelle nach der Kombination da von Kurven. Da jetzt schön rausbeschleunigen, ja, mich auch. Also er ist ein bisschen über die Vorderräder rausgerutscht. Offenbar, und mir hat es dann leicht das Heck weggezogen, weil ich einfach zu euphorisch war und habe mir gedacht, ha, meine Chance, wenn der ein bisschen rausgetragen wird, und bin dann auch ein bisschen zu kräftig aufs Gas gestiegen und habe dann selber das Heck ein bisschen verloren, und so gesehen hat es mir gar nichts gebracht, habe ich den eigentlich auch nicht überholen können, weil ich genauso meinen Schwung verloren habe. So. Zweite Runde geht hier auch schon zu Ende. Wir beschleunigen schon wieder auf die Startzielgerade raus. Die dritte Runde beginnt und meine Position ist eigentlich immer noch unverändert. Dritter Platz. Mein Problem mit den 2 ist, dass die relativ knapp beieinander sind. Das heißt, wenn ich nur einen überhole, habe ich einen vor mir und einen hinter mir. Wenn der hinter mir sehr aggressiv fährt, habe ich immer ein bisschen ein Problem, weil ich dann einfach Angst habe, dass er mich rausschießt. Darum bleibe ich da jetzt einmal vorab ein bisschen noch hinter ihnen.
in der Hoffnung, dass vielleicht doch einer mal einen Fehler macht, aber so wie es ausschaut, mache ich mir da einfach falsche Hoffnungen. Ja, langsam, so einfach ist es nicht, wie er mir immer vorschlägt. Ja, es ist wieder halbe Runde, 3,5 Runden gefahren. Also es ist ja noch genug Zeit. Von der Zeit her kann ich, denke ich, eindeutig schneller fahren wie die Kollegen da. Aber man muss, wie gesagt, immer die richtige Stelle abwarten, wo man sie dann auch überholen kann. Das wäre jetzt wieder gut. Da schaue ich, dass ich möglichst knapp dran bleibe. Da haben wir jetzt noch eine links, jetzt die Rechtskurve und dann einfach raus beschleunigen. Diesmal geht es mir da ein bisschen besser. Ich verliere mein Heck nicht und kann den Schwung jetzt ausnutzen. Ein bisschen mit Windschatten und kann es mal riskieren. Er ist hartnäckig, jetzt bin ich einmal an ihm vorbei. Aber die Gefahr, dass er da zurückfightet, ist natürlich groß. Er probiert es innen. Aber ich habe es auch nicht so schlecht erwischt. Bin auch innen reingegangen. Somit habe ich es ganz gut verteidigen können. Auch da fahre ich es eher innen an die Kurve, also eher auf einer inneren Linie. Es ist an und für sich schon die beste Verteidigung, wenn er innen angreift. Das Problem ist, dass es ihm das manchmal scheißegal ist, ob ich da auf der Innenlinie fahre oder nicht. Und er mich einfach rauskegelt. Und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Aber mit 90 ist die KI nicht ganz so aggressiv mit 100. Bilde mir zumindest ein, ob es wirklich so ist. Aber ich glaube, vom Gefühl her ja, würde ich sagen. So, vierte Runde. Ein Kollege noch vor mir. Ist jetzt auch wieder nicht optimal, da erwischt er die Ausfahrt. Die ist auch sehr wichtig, damit man den Schwung da eben auf die sehr lange Gerade mitnehmen kann. Ich kann mich da zwar jetzt ein bisschen rankämpfen, aber es wird nicht reichen, dass ich ihn hier jetzt überhole. Die Kurve liegt irgendwie mein Setup überhaupt nicht. Ich sage jetzt einmal meinem Setup, es könnten auch meine Fahrkünste sein, aber egal, jedenfalls auch wieder schlecht erwischt und sofort kämpft die KI natürlich wieder, ist ja auch okay. Diesmal war es von der Aggressivität, hat er sich im Rahmen gehalten, war okay. Wobei bei Formelfahrzeugen Berührungen von den Rädern immer sehr schnell sehr böse enden können. So wie man es zuerst gesehen hat, womit der Kollege da innen berührt hat. Jetzt ist natürlich hier mein Plan flöten gegangen, hier möglichst nah an dem Rand sich ranzukämpfen und den dann jetzt auf dieser Geraden zu überholen. Das wird jetzt nicht funktionieren, dazu ist er nämlich einfach zu weit weg. Also Plan begraben. Ich denke, eine Runde habe ich noch. Ich werde mich jetzt auf die letzte Runde konzentrieren und werde einfach schauen, dass ich ihn dann noch einmal auf dieser Stelle eventuell überholen kann. Oder es ergibt sich früher eine Gelegenheit. Allerdings möchte ich es nicht unnötig riskieren und schon gar nicht auf einer Stelle, wo ich weiß, dass sie im Allgemeinen sehr hart zurückkämpfen. Also nichts überstürzen, das mit Geduld angehen lassen. Schauen, dass ich einfach an ihm dranbleibe. Das gelingt mir jetzt auch. Jawohl. Ja, da ist meiner Meinung nach zu kurz, dass ich da zu weit vorkomme. Das heißt, da muss ich ihm noch einmal gewähren lassen. Naja, da bin ich wieder ein bisschen am Rutschen, verliere wieder ein bisschen an Schwung. Vielleicht nicht so viel wie beim letzten Mal, aber es reicht schon wieder, dass ich den jetzt nicht überholen kann. Wichtig ist rankämpfen wieder, dass ich zumindest in Schlagdistanz bin, das heißt, wenn er einen Fehler macht, dass ich dann zumindest so weit vorn bin, dass ich ihn auch überholen kann und da wieder, oh Gott. Naja, somit ist jetzt nur mehr eine halbe Runde. Durch den Fehler, den ich da gemacht habe in der Kurve, hat er jetzt wieder ordentlich einen Vorsprung gewonnen. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Kurve wirklich fast voll durchfahren kann. Also voll auf der fünften, meine ich. Ist mir recht gut gelungen und deshalb kann ich mich da jetzt tatsächlich wieder rankämpfen.
Und jetzt bin ich genau wieder dort. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich schön an ihm dran bleibe und schön aus der nächsten Kurve da jetzt den Schwung mitnehmen kann. Schaut diesmal recht gut aus. Bin schön an ihm dran. Ja, und da vorne, das wird jetzt das Rennen entscheiden. Es sind nur mehr ein paar Kurven ins Ziel. Wer da vorne jetzt als erster rauskommt, hat wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Jetzt habe ich die Nase ein Stückchen vorn. Er auf der Außenlinie geht später rein in die Kurve, bremst später, ich früher, in der Hoffnung, dass ich am Kurvenausgang dann doch ein bisschen schneller bin. Und die Rechnung ist tatsächlich aufgegangen. Ich habe auch noch ein Glück gehabt, dass ich wirklich vorbeigekommen bin, dass er mich nicht blockiert hat beim Rausbeschleunigen. Und dadurch habe ich wirklich da jetzt die Nase vorne und jetzt ist noch der eine Knick und die ganze Sache ist im Ziel. Das war genau wieder ein Rennen nach meinem Geschmack. Bis zum Schluss spannend, so liebe ich das. Und ich hoffe mal wieder, es hat euch auch gefallen. Weiter geht's im nächsten Rennen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!